Gründer Peter Monteverdi vorstellen und seine Tätigkeiten kurz schildern. Der am 7. Juni 1934 geborene Peter Monteverdi entwarf als 16-Jähriger diesen hübschen kleinen Sportwagen Monteverdi Special, der als Urahne der Schweizer Automarke Monteverdi betrachtet werden kann. Der Monteverdi Special wurde 1952, als der Konstrukteur 18 Jahre alt war, fertiggestellt. Und das Auto war eingelöst mit Baseland 1616. Also er ist mit dem Auto rumgefahren und hat natürlich eine riesen Freude gehabt. Das war selbstverständlich. Das war sein Stolz. Das kann man sich ja vorstellen. Aber was haben wir gemacht mit 16? Haben wir sicher alle anderen 1000 Dinge gehabt, aber kein Auto gemacht. Und da hat man schon gesehen, dass er Interesse hat, etwas Spezielles zu machen. Weil sie hatten ja da ganz kleine Garage haben. Er erwarb eine internationale Rennfahrerlizenz. Als jüngster Ferrari-Vertreter der Welt bestritt Peter Monteverdi internationale Sportwagenrennen, unter anderem mit einem Ferrari Monza sowie mit diversen Varianten des heute begehrten Ferrari Testarossa. Zur Rennsaison gehörten Rundkurs- und Bergrennen, wie hier in Romila, wo er einen ersten Preis mit nach Hause nahm. Diese Aktivitäten führten zum Bau des zweiten Fahrzeuges aus dem Büro Monteverdi Design. Ein Ferrari Monza Rennsportwagen wurde mit Flügeltüren ausgerüstet und für den Straßengebrauch umgebaut. Der Ferrari Monteverdi 750 Monza Coupé wurde 1958 fertiggestellt und galt als eines der schnellsten Straßenfahrzeuge seiner Zeit, was der Designer unter anderem beim Bergrennen in Kandersteg bewies. Peter Monteverdi nahm mit einem Renault-Werksauto an der Rallye-Meisterschaft teil, hier im Genfer Rallye 1959. Er scheute sich auch nicht vor Langstreckenrennen. Beim Start des 1000-Kilometer-Rennens auf dem Nürburgring 1959 sprintet Peter Monteverdi gerade auf den vom Mercedes-Werk zur Verfügung gestellten Mercedes 300 SL Roadster mit Nummer 61 zu. Der begeisterte Rennfahrer absolvierte zwischen 1957 und 1961 nicht weniger als 100 internationale Rennen. Der Bau eines eigenen Rennwagens war für ihn der nächste logische Schritt. Die damalige Formel Junior mit Leistungswerten, die an die Formel 2 heranreichten, stellte eine ausgezeichnete Einstiegsmöglichkeit für eine neue Marke dar. Neben MBM, Monteverdi Beningen Motors Rennwagen, wurde auch eine Serie Go-Karts angefertigt, welche vom Automobilclub der Schweiz den Mitgliedern für diverse Veranstaltungen zur Verfügung gestellt wurden. Die MBM Formel Junior Rennwagen wurden weltweit verkauft und gefahren, hier in Sebring, USA. In den Händen von Peter Monteverdi und anderen Rennfahrern erzielten sie beachtliche Erfolge. 1960 konstruierte Peter Monteverdi den ersten Formel 1 Wagen, der je in der Schweiz gebaut wurde. Mit diesem MBM Formel 1 Rennwagen erzielte er im In- und Ausland internationale Erfolge. Seine Karriere als erfolgreicher Rennfahrer endete 1961 auf dem Hockenheimring. Bei einem verheerenden Unfall wurde Peter Monteverdi schwer verletzt und sein MBM Formel 1 Wagen zerstört. Ich kann euch sagen, das war das Tollste, was man mal miterleben kann. An vorderster Front mit den Piloten reden, und das war natürlich etwas ganz Spezielles. Aber die Kehrseite war, was das kostet, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben sehr gute Sponsoren gehabt, aber die Millionen haben wir nicht mehr. Wenn man schaut, wie alt das Geld in Dollar gegeben wurde. Und wenn ihr viel Geld habt und gute Schüler haben und viel Geld verdienen, kaufen ein Formel 1-Team, dann haben wir kein Geld mehr.
Das ist es so, weil das ist unglaublich, was das kostet. Sie sagen jetzt viel selber. Ich mag uns leider nicht gönnen, weil er ist ein ganz toller Kerl. Aber wir in der Schweiz haben einfach unmöglich. In der Folge beschloss er, sich ausschließlich seinem Unternehmen zu widmen und leitete bis 1965 seine Ferrari-Vertretung weiter. Nach Meinungsverschiedenheiten zwischen Peter Monteverdi und Enzo Ferrari wurde die Vertretung aufgegeben. Peter Monteverdi wollte von seiner Erfahrung als Rennfahrer und Konstrukteur profitieren. Das von ihm vorgestellte Langzeitprojekt sollte alles Vorangegangene in den Schatten stellen. Endlich war es soweit. Nach zweijähriger intensiver Arbeit, Konstruktion und Organisation wurde am 14. September 1967 der Monteverdi High Speed 375 S vorgestellt. Ein Fahrzeug der Spitzenklasse. Eine Synthese von Luxuslimousine und Sportwagen im echten Gran Turismo-Stil. Nicht weniger elegant war das gediegene Echtleder-Interieur mit allem erdenklichen Komfort. Die Antriebsquelle, ein 375 PS starker 7,2 Liter Kreiselmotor, garantierte Leistungswerte für hohe Ansprüche. Der 375S Monteverdi High Speed war 1967 der erste in der Schweiz entstandene Luxuswagen. Nach 33 Jahren hatte die Schweiz endlich wieder eine eigene Marke. Bereits am Genfer Automobilsalon 1968 war eine viersitzige 375L 2+2 Variante ausgestellt. Mit dem 375S Coupé und dem 375L 2+2 Coupé war die neue Linie etabliert. Und Monteverdi-Wagen fanden auf dem internationalen Markt großen Anklang. Nach etwa einem Jahr hatten sich die Monteverdi-Wagen mit ihrer Marke. Fertigt, die Karosseriebleche in einem Monteverdi-eigenen Werk in Turin. Alle Zeichnungen, Prototypen, der Verkauf und so weiter wurden in den Lokalitäten an der Oberwieler Straße ausgeführt, in den Räumen des heutigen Monteverdi-Museums. Für den Salon 1970 hatte Peter Monteverdi eine Überraschung bereit. Ein 5-Gang ZF-Getriebe wurde mit einem Chrysler Hemi-Motor verbunden und in ein neu entwickeltes Chassis eingebaut. Das sind meistens ältere Herren gewesen und die sind also in der Gruppe, die das auf der Richtung abtut. Wenn die aus der Garage gefahren sind, dann ist nicht mehr gesehen, wie der Lauf. Und dann haben sie gesagt, was machen wir? Dann müssen wir das anders machen. Und wir sind die Ersten gewesen, die so einen Sportwagen gebaut haben, mit dem gemacht. Mit Denkhilfe, mit Klimaanlage. Und das ist natürlich etwas gewesen, was sehr gut angekommen ist. Die ersten Autos sind ausgeliefert worden und ich habe nie mal gehört, das Auto ist wunderbar, aber ich kann niemanden mitnehmen. Es hat nur zwei Plätze. Und dann... Unter größter Geheimhaltung entstand in der Versuchsabteilung in Binningen ein neues Fahrzeug mit Mittelmotor, das am Automobilsalon 1970 unter dem Namen Monteverdi High vorgestellt wurde. Es war die Sensation vom Genfer Salon 1970. Von 0 bis 100 Stundenkilometern in 4,5 Sekunden eine Spitzengeschwindigkeit von 290 Stundenkilometern, damals eine atemberaubende Leistung. Nur zwei Exemplare wurden gebaut. Die enorm leistungsfähige Maschine war einfach zu stark und fortschrittlich, um serienmäßig gebaut zu werden. Peter Monteverdi beschloss, seine zwei Haie nur zu Werbezwecken einzusetzen. Lamborghini-Seite aufgemacht und hat einen eigenen Motor
1971 kam die Einführung eines weiteren Modells, das Monteverdi 375C Cabriolet. Dem folgte kurz danach die viertürige, fünfsitzige Limousine mit der Bezeichnung 375-4. Am Genfer Salon 1972 enthüllte das Unternehmen die Monteverdi Berlinetta, ein hübscher Wagen, der auch mit dem Chrysler Hemi-Motor bestückt werden konnte. Als sich die von der Energiekrise hervorgerufene Rezession mit voller Wucht bemerkbar machte, wurde 1974 das neue, auf der Berlinetta basierende Palm Beach Cabriolet doch noch vorgestellt. Und so präsentierte sich das Monteverdi-Programm in diesem Jahr. Mit drei ausgereiften Modellen der obersten sportlichen Klasse, dem Palm Beach Cabriolet, dem 375L 2+2 Coupé und der... ...1976 überraschte Monteverdi den Markt mit einer derzeit angepassten neuen Reihe, der S-Serie. Der Firma wieder einen Aufschwung gegeben, das ist wieder so aufgegangen in den Verkaufszahlen. Und zwar wieso? Unsere lieben Herren Scheichs und der... 1976 in Genf wurde der neue Monteverdi Safari Luxusgeländewagen vorgestellt. Auf Anhieb erkannte der Schweizer Unternehmer, dass eine schnelle Anpassung mit großem Erfolg gekrönt wurde. Der Luxusgeländewagen war, wie seine Vorgänger, ebenfalls ein weltweiter Erfolg. Besonders in arabischen Wüstengegenden wurde der Safari ein bevorzugtes Transportmittel. Zum Safari-Luxus-Geländewagen entwarf Peter Monteverdi ein Jahr später, 1977, eine Limousine der gehobenen Preisklasse und stellte die Monteverdi Sierra-Limousine vor. Der mit einem 5,2 Liter Chrysler-Motor ausgerüstete, 180 PS starke Wagen wurde zusammen mit dem Safari in großen Stückzahlen in arabische Länder verkauft. Die in kurzer Zeit entwickelten Safari und Sierra entsprachen den neuen Verhältnissen. Das war das Programm, das wir gebaut haben. 1970, haben Sie vielleicht schon mal gehört, Monteverdi Hybrid, das ist der Auto, der da drin ist. Das Auto ist natürlich im Salon Genf angekommen und der hilft sich 1970, sprich vor 44 Jahren. Und das ist natürlich schon etwas Spezielles. Wieso? Ein Mittelmotor, 450 PS. Die Ausstrahlung dieser zwei auf dem Kunden sowie aufeinander abgestimmten Serien von Monteverdi Design setzten die Verkaufserfolge fort und wurden bald von neuen Varianten ergänzt. Im Frühjahr 1978 wurde am Genfer Salon das Sierra Cabriolet enthüllt. Im Mai 1979 erschien dann der Monteverdi Sahara, ein auf dem IHC Scout basierender 4x4 Geländewagen mit 4 Zylinder oder V8 IHC Motor. 1980 entstand aus der Sierra Limousine ein Stationwagen. Ein Jahr später entwickelte Peter Monteverdi auf der technischen Basis des Mercedes 500 SEL eine neue Limousine, welche in einer limitierten Stückzahl unter dem Namen Monteverdi Tiara gebaut wurde. Und dann
haben wir den gleichen Wagen mit dem gleichen Plato nebenan, das 375 der L-Gruppe. Und das ist dann das Auto für mich. 80 erhielt Peter Monteverdi vom amerikanischen Konzern International Harvester betrübliche Nachrichten. Sie hatten die Produktion ihrer Motoren, Achsen und der anderen bisher an Monteverdi gelieferten Bestandteile eingestellt. Es war dem Schweizer nicht mehr möglich, in wesentlichen Stückzahlen Wagen zu bauen, und er beschloss, die Produktion einzustellen. Zwischen 1967 und 1982 wurden mehr als 3000 Monteverdi-Fahrzeuge hergestellt und in der ganzen Welt verkauft. Darunter die 1972 von ihm entworfene Opel-Limousine auf der Basis eines Opel-Diplomats. Diese Arbeit aus einem Designstudio wurde von Opel zu Studienzwecken verwendet. Für Ford produzierte Monteverdi Design einige Studien. Die Typenbezeichnung Sierra, ein von Monteverdi geschützter Name, wurde an Ford verkauft. Digitale Armaturenbretter wurden von Monteverdi Design an verschiedene Firmen geliefert. Auch Uhren- und Bekleidungsdesigns kreierte Peter Monteverdi. Eine italienische Firma gab Monteverdi Design einer Motorjacht in Auftrag. Diese 20 Meter lange Yacht wurde von Monteverdi gebaut und unter einem anderen Namen verkauft. Für Toyota wurde ein Super Ace Transportfahrzeug mit luxuriösem Interieur entwickelt und für Subaru eine aufgewertete Kombi-Version erstellt. Das bekannteste Projekt von Monteverdi Design wurde auf dem Range Rover Chassis aufgebaut. Der Wagen wird unter Lizenz bei Range Rover Limited in England in Großserie hergestellt. Wurde nach dem Pflichtenheft der Schweizer Armee ein speziell für Militärzwecke gebauter Wagen von Peter Monteverdi entwickelt. Dieses Fahrzeug wurde durch die Gruppe für Rüstungsdienste 1G getestet und allen Prüfungen unterzogen. Da eine große Stückzahl dieses Fahrzeuges gebaut werden sollte, beschloss Peter Monteverdi, das vollkommen ausgereifte Monteverdi Military Projekt an die Lastwagenfabrik Saurer in Arbon zu verkaufen. Saurer in Arbon übernahm ebenfalls den Lizenzbau einer von Monteverdi Design konstruierten und gebauten Zivilversion.
14-plätziger Frontlenker wurde als Ergänzung des Projektes von Monteverdi gebaut. Auch der Bau dieses Einzelexemplars wurde der Firma Saura übertragen. Durch die Stilllegung der Firma Saura in Arbon wurde die Produktion der von Monteverdi entworfenen Fahrzeuge eingestellt. Anstatt dem Einsatz der geplanten Monteverdi Saura Transporter war die Schweizer Armee gezwungen, Produkte aus dem Ausland zu importieren. Was passte besser zum stillgelegten Betrieb in Binningen als ein Automuseum? Nach langer Planung entstand dank der Initiative von Peter Monteverdi das größte und umfassendste Automuseum der Schweiz. Im Oktober 1985 wurde der erste Teil des Museums eröffnet und mit der Zeit ausgebaut. Heute sind in den ehemaligen Produktionsräumen mehr als 130 Fahrzeuge ab Baujahr 1950 bis heute, darunter mehrere rennbereite Formel 1 Wagen ausgestellt. Ein komplettes Monteverdi Design Studio enthält Exemplare von allen für die eigene sowie für Fremdmarken von Peter Monteverdi angefertigten Produkte. Hier findet man nicht nur der weltgrößte Sammlung von Monteverdi-Fahrzeugen, sondern mit über 9000 Stücken Europas größte Kollektion von Automodellen im Maßstab 1 zu 43. Die Großen, Entschuldigung, mit den Kleinen. Aber das ist eigentlich ganz lustig, wie da Leute sich können verweilen und die Details anschauen, was in der Dörsch-Blaustraße. Gut wieder, jetzt was noch nicht. Wie bisher wird der Name Monteverdi auch in Zukunft für Qualität und Ästhetik bürgen. Serie. Der Firma wieder einen Aufschwung gegeben, das ist wieder so aufgegangen in den Verkaufszahlen. Und zwar wieso? Unsere lieben Herren Scheichs und die. 1976 in Genf wurde der neue Monteverdi Safari Luxusgeländewagen vorgestellt. Auf Anhieb erkannte der Schweizer Unternehmer, dass eine schnelle Anpassung mit großem Erfolg gekrönt wurde. Der Luxusgeländewagen war, wie seine Vorgänger, ebenfalls ein weltweiter Erfolg. Besonders in arabischen Wüstengegenden wurde der Safari ein bevorzugtes Transportmittel. Zum Safari-Luxusgeländewagen entwarf Peter Monteverdi ein Jahr später, 1977, eine Limousine der gehobenen Preisklasse und stellte die Monteverdi Sierra-Limousine vor.
Der mit einem 5,2 Liter Kreiselmotor ausgerüstete 180 PS starke Wagen wurde zusammen mit dem Safari in großen Stückzahlen in arabische Länder verkauft. Die in kurzer Zeit entwickelten Safari und Sierra entsprachen den neuen Verhältnissen. Das war das Programm, das wir gebaut haben. 1970, haben Sie vielleicht schon mal gehört, Montpellier Hai, das ist der Auto, der da drin ist. Das Auto ist natürlich im Salon Grand angekommen und der hielt sich 1970, sprich vor 44 Jahren. Das ist natürlich schon ein spezielles Ding. Wieso? Ein Mittelmotor, 450. Die Ausstrahlung dieser zwei auf dem Kunden sowie aufeinander abgestimmten Serien von Monteverdi Design setzten die Verkaufserfolge fort und wurden bald von neuen Varianten ergänzt. Im Frühjahr 1978 wurde am Genfer Salon das Sierra Cabriolet enthüllt. Im Mai 1979 erschien dann der Monteverdi Sahara, ein auf dem IHC Scout basierender 4x4 Geländewagen mit 4 Zylinder oder V8 IHC Motor. 1980 entstand aus der Sierra Limousine ein Stationwagen. Ein Jahr später entwickelte Peter Monteverdi auf der technischen Basis des Mercedes 500 SEL eine neue Limousine, welche in einer limitierten Stückzahl unter dem Namen Monteverdi Tiara gebaut wurde. Und dann haben wir den gleichen Wagen mit dem gleichen Plattform nebenan, das 375 L Coupé. Und das ist dann das Auto zu verwenden. 80er erhielt Peter Monteverdi vom amerikanischen Konzern International Harvester betrübliche Nachrichten. Sie hatten die Produktion ihrer Motoren, Achsen und der anderen bisher an Monteverdi gelieferten Bestandteile eingestellt. Es war dem Schweizer nicht mehr möglich, in wesentlichen Stückzahlen Wagen zu bauen und er beschloss, die Produktion einzustellen. Zwischen 1967 und 1982 wurden mehr als 3000 Monteverdi-Fahrzeuge hergestellt und in der ganzen Welt verkauft. Darunter die 1972 von ihm entworfene Opel-Limousine auf der Basis eines Opel-Diplomats. Diese Arbeit aus einem Designstudio wurde von Opel zu Studienzwecken verwendet. Für Ford produzierte Monteverdi Design einige Studien. Die Typenbezeichnung Sierra, ein von Monteverdi geschützter Name, wurde an Ford verkauft. Digitale Armaturenbretter wurden von Monteverdi Design an verschiedene Firmen geliefert. Auch Uhren- und Bekleidungsdesigns kreierte Peter Monteverdi. Eine italienische Firma gab Monteverdi Design einer Motorjacht in Auftrag. Diese 20 Meter lange Yacht wurde von Monteverdi gebaut und unter einem anderen Namen verkauft. Für Toyota wurde ein Super Ace Transportfahrzeug mit luxuriösem Interieur entwickelt und für Subaru eine aufgewertete Kombi-Version erstellt. Das bekannteste Projekt von Monteverdi Design wurde auf dem Range Rover Chassis aufgebaut. Der Wagen wird unter Lizenz bei Range Rover Limited in England in Großserie hergestellt.
1978 wurde nach dem Pflichtenheft der Schweizer Armee ein speziell für Militärzwecke gebauter Wagen von Peter Monteverdi Entwickler Wiener Straße ausgeführt in den Räumen des heutigen Monteverdi Museums. Für den Salon 1970 hatte Peter Monteverdi eine Überraschung bereit. Ein 5-Gang-ZF-Getriebe wurde mit einem Chrysler Hemi-Motor verbunden und in ein neu entwickeltes Chassis eingebaut. Das sind meistens ältere Herren gewesen und die sind also in der Publikum, die das auch wirklich klar tut. Wenn die aus der Garage sparen sind, das ist nicht mehr gesehen, wird er auch. Und dann haben sie gesagt, was machen wir? Dann müssen wir das anders machen. Und wir sind die Ersten gewesen, die so einen Sportwagen gebaut haben, mit dem Verband. Mit Denkheit, mit Klimaanlage, wenn wir da zurückdenken, selbe Zeit ist das noch nicht aktuell gewesen. Mit der Füße ist ja das alles selbstverständlich. Und das ist natürlich etwas gewesen, was sehr gut angekommen ist. Die ersten Autos sind ausgeliefert worden und ich habe hier mal gehört, das Auto ist wunderbar, aber ich kann niemanden mitnehmen. Es hat nur zwei Plätze. Und dann... Unter größter Geheimhaltung entstand in der Versuchsabteilung in Binningen ein neues Fahrzeug mit Mittelmotor, das am Automobilsalon 1970 unter dem Namen Monteverdi High vorgestellt wurde. Es war die Sensation vom Genfer Salon 1970. Von 0 bis 100 Stundenkilometern in 4,5 Sekunden eine Spitzengeschwindigkeit von 290 Stundenkilometern, damals eine atemberaubende Leistung. Nur zwei Exemplare wurden gebaut. Die enorm leistungsfähige Maschine war einfach zu stark und fortschrittlich, um serienmäßig gebaut zu werden. Peter Monteverdi beschloss, seine zwei Haie nur zu Werbezwecken einzusetzen. Kam die Einführung eines weiteren Modells, das Monteverdi 375C Cabriolet. Dem folgte kurz danach die viertürige, fünfsitzige Limousine mit der Bezeichnung 375-4. Am Genfer Salon 1972 enthüllte das Unternehmen die Monteverdi Berlinetta. Ein hübscher Wagen, der auch mit dem Chrysler Hemi-Motor bestückt werden konnte. Als sich die von der Energiekrise hervorgerufene Rezession mit voller Wucht bemerkbar machte, wurde 1974 das neue, auf der Berlinetta basierende Palm Beach Cabriolet doch noch vorgestellt.
Und so präsentierte sich das Monteverdi-Programm in diesem Jahr. Mit drei ausgereiften Modellen der obersten sportlichen Klasse, dem Palm Beach Cabriolet, dem 375L 2 plus 2 Coupé und der... ...1976 überraschte Monteverdi den Markt mit einer der Zeit angepassten neuen Reihe. Der S. Von Peter Monteverdi und anderen Rennfahrern erzielten sie beachtliche Erfolge. 1960 konstruierte Peter Monteverdi den ersten Formel-1-Wagen, der je in der Schweiz gebaut wurde. Mit diesem MBM Formel-1-Rennwagen erzielte er im In- und Ausland internationale Erfolge. Seine Karriere als erfolgreicher Rennfahrer endete 1961 auf dem Hockenheimring. Bei einem verheerenden Unfall wurde Peter Monteverdi schwer verletzt und sein MBM Formel-1-Wagen zerstört. Ich kann euch sagen, das war das Tollste, was man mal miterleben kann, an vorderster Front mit diesen Piloten reden. Und das war natürlich etwas ganz Spezielles. Aber die Kehrseite war, was das kostet, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben gute, sehr gute Sponsoren gehabt, aber die Millionen haben nie einen Namen gewählt. Du hast einen Lücker im Alltag, das Geld in Dollar hingegeben wurde. Und wenn du viel Geld hast und gute Schüler haben, die viel Geld verdienen, kaufen wir Formel 1 Team, dann haben wir kein Geld mehr. Das ist ja so, weil das ist unglaublich, was das kostet. Sie sagen jetzt viel selber. Ich mag ihm leider nicht gönnen, weil er ist ein ganz toller Kerl. Aber wir in der Schweiz haben einfach unmöglich. In der Folge beschloss er sich ausschließlich seinem Unternehmen zu widmen und leitete bis 1965 seine Ferrari-Vertretung weiter. Nach Meinungsverschiedenheiten zwischen Peter Monteverdi und Enzo Ferrari wurde die Vertretung aufgegeben. Peter Monteverdi wollte von seiner Erfahrung als Rennfahrer und Konstrukteur profitieren. Das von ihm vorgestellte Langzeitprojekt sollte alles Vorangegangene in den Schatten stellen. Endlich war es soweit. Nach zweijähriger intensiver Arbeit, Konstruktion und Organisation wurde am 14. September 1967 der Monteverdi High Speed 375S vorgestellt. Ein Fahrzeug der Spitzenklasse. Eine Synthese von Luxuslimousine und Sportwagen im echten Gran Turismo-Stil. Nicht weniger elegant war das gediegene Echtleder-Interieur mit allem erdenklichen Komfort. Die Antriebsquelle, ein 375 PS starker 7,2 Liter Kreiselmotor, garantierte Leistungswerte für hohe Ansprüche. Der 375S Monteverdi High Speed war 1967 der erste in der Schweiz entstandene Luxuswagen. Nach 33 Jahren hatte die Schweiz endlich wieder eine eigene Marke. Bereits am Genfer Automobilsalon 1968 war eine viersitzige 375L 2 plus 2 Variante ausgestellt. Mit dem 375S Coupé und dem 375L 2 plus 2 Coupé war die neue Linie etabliert. Und Monteverdi-Wagen fanden auf dem internationalen Markt großen Anklang. Nach etwa einem Jahr hatten sich die Monteverdi-Wagen mit ihrer Marke. Fertigt, die Karosseriebleche in einem Monteverdi-eigenen Werk in Turin. Alle Zeichnungen, Prototypen, der Verkauf und so weiter wurden in den Lokalitäten an der Oberfläche. Peter Monteverdi vorstellen und seine Tätigkeiten kurz schildern.
Der am 7. Juni 1934 geborene Peter Monteverdi entwarf als 16-Jähriger diesen hübschen kleinen Sportwagen Monteverdi Special, der als Urahne der Schweizer Automarke Monteverdi betrachtet werden kann. Der Monteverdi Special wurde 1952, als der Konstrukteur 18 Jahre alt war, fertiggestellt. Und das Auto war eingelöst mit Baseland 1616. Also er ist mit dem Auto rumgefahren und hat natürlich eine riesen Freude gehabt. Das war selbstverständlich. Das war seine Zeit, sein Stolz. Das kann man sich ja vorstellen. Aber was haben wir gemacht mit 16? Haben wir sicher alle anderen 1000 Jahre gehabt, aber keine Auto gemacht. Und da hat man schon gesehen, dass er Interesse hat, etwas Spezielles zu machen. Weil sie hier eine ganz kleine Garage haben. Er erwarb eine internationale Rennfahrerlizenz. Als jüngster Ferrari-Vertreter der Welt bestritt Peter Monteverdi internationale Sportwagenrennen, unter anderem mit einem Ferrari Monza sowie mit diversen Varianten des heute begehrten Ferrari Testarossa. Zur Rennsaison gehörten Rundkurs- und Bergrennen, wie hier in Romila, wo er einen ersten Preis mit nach Hause nahm. Diese Aktivitäten führten zum Bau des zweiten Fahrzeuges aus dem Büro Monteverdi Design. Ein Ferrari Monza Rennsportwagen wurde mit Flügeltüren ausgerüstet und für den Straßengebrauch umgebaut. Der Ferrari Monteverdi 750 Monza Coupé wurde 1958 fertiggestellt und galt als eines der schnellsten Straßenfahrzeuge seiner Zeit, was der Designer unter anderem beim Bergrennen in Kandersteg bewies. Peter Monteverdi nahm mit einem Renault-Werksauto an der Rallye-Meisterschaft teil, hier im Genfer Rallye 1959. Er scheute sich auch nicht vor Langstreckenrennen. Beim Start des 1000-Kilometer-Rennens auf dem Nürburgring 1959 sprintet Peter Monteverdi gerade auf den vom Mercedes-Werk zur Verfügung gestellten Mercedes 300 SL Roadster mit Nummer 61 zu. Der begeisterte Rennfahrer absolvierte zwischen 1957 und 1961 nicht weniger als 100 internationale Rennen. Der Bau eines eigenen Rennwagens war für ihn der nächste logische Schritt. Die damalige Formel Junior mit Leistungswerten, die an die Formel 2 heranreichten, stellte eine ausgezeichnete Einstiegsmöglichkeit für eine neue Marke dar. Neben MBM, Monteverdi Beningen Motors Rennwagen, wurde auch eine Serie Go-Karts angefertigt, welche vom Automobilclub der Schweiz den Mitgliedern für diverse Veranstaltungen zur Verfügung gestellt wurden. Die MBM Formel Junior Rennwagen wurden weltweit verkauft und gefahren, hier in Sebring, USA. In den Händen